Ich glaube, es wäre wichtig, dass man die Teilleistungen nicht so wählt, dass sie wie ein Sammelsurium von verschiedenen Formen oder auch Sachen, die geprüft werden, damit einfach zusammenstellt. Ich glaube, das wäre sehr unklug. Ich denke, dass da die Fachkultur oft auch Dinge vorgibt. Bei uns wird das immer so gemacht, sondern für mich wäre entscheidend, dass ich über die Lernziele, die einer Lehrveranstaltung zugrunde liegen, daraus ableite, was die Teilleistungen sein können. Daraus ergeben sich dann auch die Formen und die genauen Aufträge und auch die Bewertungen, welchen Teil diese Teilleistung eben einbringen kann. Also das übergeordnete Kriterium wäre für mich das Lernziel der Lehrveranstaltung. Das muss klar sein. Dann kann ich daraus relativ sauber ableiten, was für Teilleistungen ich brauche im Sinne von Zwischendiagnosen. Natürlich gibt die Fachkultur, gibt hier bestimmte Dinge vor, die zur Art des Lehren und Lernens in einer Lehrveranstaltung gehören. Und nach meiner Wahrnehmung gehören da auch eben Referate und Seminararbeiten, können da weiteren Platz finden. Wichtiger ist eigentlich, dass das Lernziel auch Aussagen darüber trifft, was eben für Teilleistungen erbracht werden müssen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lehrveranstaltung in der Fachdidaktik hat das Ziel, Unterricht zu planen, dann beschäftige ich mich mit Planungstheorien. Ich analysiere vielleicht Planungen oder ich entwickle Planungen, dann habe ich drei Teilschritte und diese drei Teilschritte brauchen eigene Formen. Dann kann es eben sein, dass ich sage, ich mache jetzt die Weitergabe von Planungstheorien über ein Referat, dann, weil es dort darum geht, andere darüber mitzuteilen, was ich gelernt habe. Dann passt das für diesen Teilschritt auf die Gesamtdynamik und dann kann auch ein Referat seinen Sinn haben. Aber in anderen Lehrveranstaltungen können eben auch Fallstudien dazu gehören. Man kann kleine Simulationen einführen. Also das entscheidende Kriterium bleibt auch hier, die Form oder die Methode der Teilleistung wird angetriggert, wird angesteuert über das Lernziel. Angenommen, wir haben bei den ersten beiden Fragen die Kriterien jetzt umgesetzt und wir haben ein Lernziel gebildet, dann würde man aus dem Lernziel heraus die Kriterien ableiten, die ergeben sich als Ausprägungsgrade dessen, was ich im Lernziel eben festgehalten habe. Wenn ich das als Sammelsurium, relativ willkürlich mappe, ist diese Frage natürlich brutal, weil jede Teilleistung im Grunde ja ganz eigene Kriterien braucht. Grundsätzlich muss man sich darüber Gedanken machen, weil die entscheidende Frage beim Beurteilen ist, dass dem eigentlichen Bewerten geht ein Beobachten voraus. Das heißt, ich brauche empirische Beschreibungen dessen, was ich überhaupt sehen will. Und dann muss ich das noch skalieren. Also ich muss mir überlegen, was für Arten sehe ich denn dann? Und erst dann kann ich mich fragen, was ist denn diese Art, etwas zu tun wert? Je konsistenter ich die Teilleistungen auf das gesamte Lernziel binde, umso stärker ist dieser Akt auch homogen. Und ich habe vielleicht nur ein oder zwei Kriterienraster oder Niveaustufenmodell. Aber solche Instrumente brauche ich schon, wenn ich das sauber machen will. Und da merkt man schon, wenn man jetzt eine willkürliche Mappe an irgendwelchen Teilleistungen, die in den Gegenständen völlig heterogen sind, anlege, bräuchte ich im Grunde für jede eigene Teilleistung ein eigenes Kriterienraster, ein eigenes Niveaustufenmodell. Das ist unglaublich aufwendig, deswegen macht das in der Praxis auch niemand. Aber dann sind im Grunde diese ganzen Einzelbeurteilungen relativ willkürlich. Denn was ich jetzt bisher gesagt habe, ergibt sich eigentlich, ist schon klar, was jetzt kommen wird, nämlich die Mitarbeit unterliegt eben auch bestimmten Prüfungsgegenständen. Also was will ich an der Mitarbeit messen? Die Mitarbeit ist ja ein Response auf eine bestimmte Aufgabe und ich muss die Mitarbeit im Grunde, wenn ich zwischen Prüfungsform und Prüfungsmethode unterscheide, dann gibt es ja auf der Ebene der Prüfungsform eigentlich nur schriftlich und mündlich und auch die Hausarbeit oder die Seminararbeit. Und wenn ich jetzt diese mündliche Mitarbeit fällt also in die Gattung der mündlichen Prüfung. Das heißt, ich bekomme dort Daten auf einen Response und ich müsste sie im Grunde messen. Vage Mitarbeit einfach nur zu nehmen, wie oft sich jemand gemeldet hat, das ist eher Schule und ist auch für mich dort eher kritisch. Also ich würde mündliche Fitzelchen, die jemand irgendwo zu einem Beitrag leistet, würde ich eigentlich gar nicht in die Teilleistung einfließen lassen. Das ist eher nochmal eine Verschärfung von ja, Verschwimmung von Kriterien, von Unklarheit, was diese Note eigentlich aussagt. Ich glaube, das Problem an den Teilleistungen ist generell, dass man dort die Studierenden immer mehr zu einem Response auffordert. Je mehr, umso mehr Response.
Und wenn aber nachher die Rückmeldequalität, also was habe ich eigentlich von dir wahrgenommen, was hast du mir eigentlich gesagt, ein Blick auf die Lernleistung des gesamten Seminars, das immer vager und diffuser wird, umso weniger können dort die Studierenden auch gesteuert und zielgerichtet studieren. Ja, sie hangeln sich dann von Teilleistung zu Teilleistung, versuchen sich mal zu beteiligen. Aber das wäre aus meiner Sicht jetzt prüfungstheoretisch, wäre das alles kein Fortschritt. Also von daher, wenn man Mitarbeit berücksichtigen will, muss man sich ein klares Item überlegen, klare Response. Man braucht dafür eine Skala dahinter. Was mache ich jetzt mit dieser Antwort? Ansonsten sollte das einfach nur Rauschen sein und Teil des Lernprozesses sein. Ne? Nicht alles, was getan wird, ist ja auch Teil von Prüfung. Ich brauche ja auch Lernprozesse, die die Lernleistung erst generieren. Und dazu würde mich eigentlich die mündliche, dazu würde ich jetzt die mündliche Mitarbeit zählen. Und alles, was die Teilleistung angeht, braucht im Grunde eine eigene Diagnostik. Und davon brauche ich vielleicht 3, 4 Punkte, die ich dann, wo ich dann aber auch sauber sein kann. Und der Rest darf einfach auch mal Seminar bleiben, normale Seminarkommunikation.